Schauen wir uns mal schnell das an. Übrigens ein Buch, ein wunderbares Buch, das ich nur empfehlen kann, das heißt Auf die Wahrheit kommt es an. Ein Buch von Dr. Walter Veit, in dem hier er recherchiert hat und zeigt dir, wie heute noch in den katholischen Kathedralen überall auf der Welt hier seltsame Zeichen und Symboliken sind, entweder aus der Freimaurerei, aus dem hier asiatischen, japanischen, okkulten Yin und Yang und verschiedene andere Zeichen. Hier Janus, der Gott mit zwei Gesichtern, alles aufgenommen im Petersdom. Hier der Drachenvogel und ein Ziegenbock, Symbol für Luzifer, an der gleichen Kathedrale. Hier an der einem Türknauf zu einer katholischen Kathedrale in Deutschland aufgenommen, das Yin und Yang und so weiter und so fort. Wie war das nochmal die Beschreibung? Der Becher war voll von Unreinheit und von Gräuel. Und damals dann kam es so weit, dass dann es zur Intronisierung kam. Und wenn wir diese Intronisierung sehen, wo dem Papst sozusagen die Krone aufgesetzt wurde, wo er auch die Herrschaft bekam über das politische Reich, nicht nur über die Kirche selbst, dann sehen wir hier, dass das, was die Priester heute tragen, hier exakt das ist. Das ist dieser Hut, diese Papiermitra, es ist ja nicht die wirkliche, ist im Prinzip nichts anderes. Bei der Weihe von Bischöfen ist genau die Bedeckung, die Kopfbedeckung der Priester in Babylon. Und das ist ein Fakt. Wenn wir heute die Archäologie anschauen, wenn die Steine schreien, dann schreien sie nicht nur manchmal die Wahrheit, sondern auch die Lügen mit raus. Und hier wird deutlich gemacht, dass hier tatsächlich die Kopfbedeckung nichts anderes ist als ein Symbol für den babylonischen Fischgott. Das ist nämlich ein Fischkopf, nichts anderes. Das ist der Kopf eines Fisches mit hier einem geöffneten Maul. Die Priester, wenn sie eingesegnet werden, geweiht werden, haben sie alle diese Symbol für die babylonischen Gott auf dem Kopf. Und das ist direkt genommen, direkt geborgt aus dem antiken Babylon. Da können wir sagen, was wir wollen. Hier ist die dreifache Krone, die Tiara des Papstes. Seine Herrschaft über drei Bereiche. Denn er ist ja eingesetzt, wenn er eingesetzt wird als Papst, wird er über alle drei Bereiche eingesetzt als Herr. Und zwar über den Himmel, über die Erde und über die Unterwelt. Das sind die dreifache Krone des Papstes, die aber nur einmal trägt. Nur einmal bei der Intronisation, das ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es gibt nur einen Film, den habe ich zu Hause, von 1943 oder 44, wo das dann sichtbar wird, da ist ein Film gedreht worden, da setzt man ihm dann diese Krone auf. Babylon ist schon immer die Originalkopie gewesen von dem geistlichen Babylon, das beschrieben wird. Und deswegen nennt es auch Gott Babylon. Man hätte ja die Hure anders nennen können. Hure XY. Aber er nennt sie Babylon, die Hure Babylon. Schauen wir mal aus dem Buch, ein hochinteressantes Buch, gibt es kostenlos im Internet. Wer das interessiert ist, braucht keinen Cent dafür ausgeben. Von Babylon nach Rom, von Dr. Alexander Hislop, ein ausgezeichneter Forscher im Bereich Geschichte. Er schreibt hier, Babylon war die primäre Quelle, von der alle anderen Systeme des Götzendienstes flossen. Sie ist die Quelle, aus der Götzendienst in die moderne Zeit hineingeflossen ist. Die Mutter aller Huren im Antiken, aber die Mutter aller Huren wiederholt sich in der neuen Zeit im Geistlichen. Die Anbetung der Natur ist ein Buch von James Brazier und ich lese mal hier aus dem ersten Band. Im antiken Babylon wurde die Sonnenanbetung aus uralter Überlieferung übernommen. Und von Babylon war ja die kulturelle Hauptstadt der Welt. So wie heute, wer ist das heute vielleicht? New York, Paris, Berlin, von mir aus. Die haben das exportiert in die ganze Welt, die Babylonier. Überall hin exportierten sie diese Form der Religion. Im geistlichen Babylon spielt die Sonnenanbetung exakt die gleiche Rolle. Hier sehen wir die Sonnenscheibe und der Mondsichel hier in Babylon.
Im antiken Babylon und Mesopotamien und Ägypten wurden sie so angebetet. Hier das Auge des Horus oder anders genannt auch Re. Hier sehen wir direkt, wenn man nach oben schaut, ich war da mal mit meiner Frau auf der Hochzeitsreise, haben wir Pause gemacht und sind dort rein. Und wenn man nach oben schaut, sieht man genau oben in einer wunderbaren Architektur, es ist ja ein Meisterwerk dieses Gebäude, architektonisch. Also ich war nur am Staunen, was dort gebaut wurde und wie das gebaut wurde. Aber ich vergaß dabei nicht, wo ich stehe. Sieht man hier die große Sonnenscheibe direkt hier in Rom. Hier der Priester mit der Sonnenscheibe, hier die Hostie als Sonnenscheibe. Überall sehen wir die Sonne. Hier der Altar im Petersdom, eigentlich eine Sonne. Oben das Licht, das hereinfällt und direkt auf diesen Altar scheint, architektonisch gemacht als Sonne. Wir haben hier überall in der ganzen Architektur haben wir die Sonne, genau wie in Babylon. Hier übrigens auch die Pinienzapfen, ein babylonisches religiöses Relikt hat überlebt in Rom als eines der Zeichen auf dem Stab und Zeichen, Symbol für die Herrschaft in Rom. Hier der Pinienzapfen, hier im Petersplatz. Hier der Pinienzapfen auf dem Stab des Papstes. Sehen wir das? Dieses Zeichen der Pinienzapfe war das in Babylon, das Symbol für den Hohepriester in Babylon. Heute ist es das Zeichen für den Hohepriester im geistlichen Babylon. Hier sehen wir viele andere Dinge, die aus Babylon herüberkamen, das spare ich mir zeitlich. In allen Religionen, haben wir schon angesprochen, sehen wir hier das. Aber was hochinteressant ist hier, das sehen die wenigsten wahrscheinlich, hier sehen wir das Freimaurerzeichen an der Decke einer Kathedrale in Rom. Das Freimaurerzeichen mit dem Auge, dem göttlichen Auge, sagt man immer. Aber in Wirklichkeit ist das Auge eines ganz anderen. Überall, wohin wir schauen, ist in den Tempeln, modernen Tempeln, Babylon zu finden. Es ist kein Zufall, dass dieses System, das auf sieben Hügeln nennt, in der Bibel Babylon genannt wird. Das ist kein Zufall. Hier sehen wir mal aus einer Luftaufnahme hier den Petersplatz. Was ist es? Eine Sonne. Ein Rad, das Sonnenrad. In der Mitte drin der Obelisk, der ein babylonisches Zeichen ist der Sonnenanbetung. Der Obelisk. Das ist harte Speise, aber es ist die Wahrheit. Wir haben heute ein System, ein religiöses System, das es geschafft hat innerhalb von 2000 Jahren, fast alle Christen zu erreichen mit ihren Bechern.